I was fit. Sorry. He proved me wrong. It is rainy. Sagt der filigrane Brock. Heute habe ich aber richtig gut schattiert. So geil. Hast du auch gut gemacht? Ja. Schön. Even though yesterday I was like short before death, we're back. Why, Joe? Why? I did it. I'm done, though. No. I don't want to leave you, New York. I don't want to leave you. Nur noch mal kurz als kleine Zusammenfassung. Ich war jetzt eine Woche in New York. Ist auch nicht so, als hätte ich da Urlaub gehabt, sondern ich habe da gearbeitet. Darf ich euch aber noch nicht erzählen. Dann war ich natürlich auf Malotze. Okay, 2 Tage Urlaub. Und jetzt heute war ich in Mannheim. Darf ich euch auch nicht erzählen. Schluss mit lustig, sage ich mal. Jetzt reicht's. Ich habe keine Lust mehr. Aber eine Sache zeige ich euch noch, weil das ist schön. Ich zeige euch den Mond von aus dem Auto raus. Jetzt. Ja, ich würde sagen, ein ganz normaler Dienstagvormittag, oder wie seht ihr das? Ach, nein, wir gehen für L'Oreal, bitte, im Atelier. Und danke, danke schön. Ich sitze jetzt hier ganz gemütlich im Fensterchen und das ist mein Ausblick. Hallo. Der nächste, ganz natürliche Look. Ich sag nur
mal so ein Abendkleid in seiner natürlichen Umgebung. Hauptsache die Schlappen sitzen, ne? Kiwi, komm da aus der Küche raus. Es gibt kein Käse für dich heute mehr. Leg dich da ins Stinkekörbchen rein. So ist fein. Ja, wir nehmen eins mit. Geht rein. Ist das so schön in der Sonne? Bist du ein griechisches Schwein? Bist du ein griechisches Schwein? Guten Morgen. Ich war schon bei der Anni im Büro heute Morgen und wir haben Fanpost gemacht und jetzt bin ich gerade unterwegs. How pretty is the sun? My last workout was actually with Joe in New York. So I have to do something now. Wo bist du, Erik? Hallo, hallo, ich bin hier heute mit der Ruth von der DKMS Live und wir machen heute für L'Oreal einen Schminkkurs. Guck mal, wir sind schon durch mit der Schminksession. So sieht das hier aus. Guck doch mal, wie schön du aussiehst. Du siehst schön aus, schön geschminkt. Ja, schön, ja genau. Und hier ist Celeste. Wie war's? Wie findest du? Ja, super, alles so gut, ja, richtig klasse. Ist doch gut geworden. Richtig gut. Mich hat eben übrigens heute Nacht hier drin eine Mücke gestochen. Ihr wollt nicht sehen, wie es heute Morgen aussah. Es sind nicht nur meine Schuhe, die klackern. Das sind auch Felis. Leni, hast du auf diesem Plakat unterschrieben, der da war? So, jetzt aber nochmal hier im richtigen Licht. Einmal kurzer Outfit-Check von Philly. Was haben wir? Was ist das für ein Hemd? Saint Laurent. Hose? Saint Laurent. Schuhe? Saint Laurent. Gesicht? Meins. Philly, die alte Rich Bitch. Ich bin gerade in Frankfurt gelandet und der Totti holt mich ab und dann komme ich hier ins Auto. Da hat er mir Lesematerial ins Auto gelegt. Du bist ja Totti.
Ist ja unglaublich. Glaub's nicht. Wir sind von Frankfurt nach München geflogen und Phillys Koffer ist weg. Mit der Schminke drin. Ich bin gleich auf dem Teppich für... Hallo. Ja, und der Lena ist auch dabei. So, jetzt geht los hier gleich. Wir sitzen im Saal. Wir sind schon in Filmstimmung. Popcorn kommt auch gleich. Popcorn. Yay! Heute ist der Drop, Leute, auf der Lena Shop. Es gibt heute den allerersten Drop vom Lena Merch. Und ich freue mich richtig da. Ich bin richtig so. Yes, B! Yeah, work that ass, baby. Alles für den Arsch! So, kurze Erklärbärstunde. Nur weil es noch kein Album gibt, weil ich immer noch fleißig daran schreibe, heißt es nicht, dass ich kein Merchandise rausbringen kann, weil ich Bock habe. Ich habe ein T-Shirt an und ab heute kann man es im The Lena Shop kaufen, ab 19 Uhr. Es sind 4 Sachen, es sind Streetwear-Sachen, sie sind Unisex und es gibt 2 T-Shirts, ein Hoodie, eine Cap, that's it. Das schwarze T-Shirt habe ich an. Ich habe mir das hier mit so einem kleinen Knoten festgeknödelt. Dann gibt es noch ein weißes T-Shirt. Hier steht schön drin Merchandise mit diesem schönen Bild. Es gibt diese übersicke Cap mit verstellbar hinten Klettverschluss. Und es gibt diesen monstersicken Hoodie. Ich liebe ihn so sehr. Ich trage ihn in M, weil ich es gerne mag, dass es oversized ist. Es steht hier drauf. Es steht auf der Kapuze nochmal Merchandise. Und von hinten sieht das Ganze so aus. Das sind die 4 Sachen. Die gibt's ab heute 19 Uhr im The Lena Shop käuflich zu erwerben.
Auf den ganzen Sachen steht First, weil es der erste Drop ist. Es ist eine super limitierte Kollektion und es wird auf jeden Fall noch weitere Drops geben, aber von diesem Drop, von diesem First Drop, genau, gibt es jetzt erstmal eine sehr limitierte Kollektion. Ich mache euch hier auch direkt den Link noch hin, dann kommt ihr direkt auf den Shop. Ihr könnt ein E-Mail-Sign-up machen, dann seid ihr immer sofort informiert, falls es irgendwelche News gibt. Und ja, ich freue mich auf euch heute Abend, 19 Uhr. Und Programme. Du machst mich fertig. Lost in Translation in einer fremden Sprache. Was ist das? Mach ja, du mit Maus. Du bist so süß. Es ist schlimm. Kiwi, bist du ein Eckenhund? Was ist mit dir? Mein ist das Hund. Da schön kühl? Mein Hund Was ist mit dir? Hm? Oh, hier ist das schön, ne? Oh, hier ist das schön. Oh mein Gott, wir sind sold out. Nein. Hey, Schweinchen. Hey. Hallo. Hallo, du Maus. Oh, das ist schön. Hallo, du kleines Kind. Weil ich jetzt ein bisschen braun aus Griechenland wiedergekommen bin, das kommt ja bei mir nicht ganz so häufig vor, habe ich mich heute direkt für einen Jennifer Lopez Look entschieden. ich werde euch jetzt ein bisschen was von der Wuhlheide snappen, von Stars for Free. Und den Rest des Abends, Nachmittags, Morgen, bis zum nächsten Morgen werdet ihr von mir nur noch wilde, gestörte Snaps über den Fight mit Floyd und Corner sehen. Ich bin nämlich ungefähr schon so ein Level 5000 aufgeregt auf diesen Kampf. Ich bin wirklich schon so seit 2 Tagen. Corner!
Schade ist so high und ich liebe Marihuana. Ey. Schade ist so high und ich liebe Marihuana. Du bist Leni in den Rücken gefallen. Du bist mir in den Rücken gefallen? Leni. Ey. Nein. Du Schwein. So. Ey, du Schwein. Leni. Was? Was? Böse. Oh! Oh! Ich ja, Lai schießt da so rein. Ja, was macht er? Sag Leo, hoch! There's only one kind of McGregor, and there's no fighter better. So he's gonna knock out Floyd Mayweather. So Floyd, watch out, cause the Irish are coming. You can talk all you want, but you'll do nothing. He was a lot more composed under the shots. He's a lot more experienced, especially in the later part of it. But earlier. Wie ja ein paar von euch bestimmt schon mitbekommen haben, habe ich einen Song mit Genetik gemacht. Der heißt Lang lebe die Gang für Netflix, für die neue Serie The Defenders. Und das Lied ist heute online gekommen, das heißt, man kann das Lied überall hören und kaufen. Und es gibt auch noch ein Video, was wir in New York gedreht haben. Es ist richtig, richtig, richtig sick geworden. Schaut es euch mal an, swipet einfach hoch. Viel Spaß! Hör mal, wer ist das denn? Du bist schön. Auf jeden Fall der Gitarre stehen. Wer ist das denn? So weit, so gut. Hallo. Du siehst schön aus. Ich finde dich nicht. Mein Gott. Was sagt man denn noch? Hallo, guten Morgen. Ich wünsche euch einen schönen. Ich auch heute eher mal so eine kleine Bestellung. Smoothies und Kaffee. Ich kann nicht mehr wie so ein Opfer rennen. 87 Strohhalme, Alter.